Oh, das war knapp. Ich dachte gerade, wenn ich jetzt verrecken würde. Rage quit. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Schaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Ropern ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an. Ach, weißt du was? Ich nehme einfach weiter auf. Das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladebucht müsste ein Eingang sein. Eine Sekunde, ich muss kurz meine Jacke ausziehen. Das ist voll fummelig. Ah, Moment. Das bleibt jetzt einfach im Let's Play drin, weil ich's kann. Oh yeah, because I can. Okay, let's do this. Wir müssen das hier hoch. Wenn Faith das mal hinkriegen würde. Für alle, die nicht weiter wissen, die können übrigens das Display auch als kleinen Walkthrough-Guide benutzen. Wäre ziemlich geil. Wenn ich sowas noch machen würde. Sie ist aber auch so blöd, sich daran zu hangeln, ne? Oder sich da festzuhalten, ne? Nö. Ah, oh, das habe ich irgendwie voll übersehen. Boah, das war voll Pro-like. Und das sowieso. Das war nicht das, was ich machen musste. Überlegt euch das zweimal mit dem Guide. Also, na. Einen Alternativweg kann man auch das hier benutzen. Und dann kann man sich, dann kann man einfach da runterspringen. Kann man natürlich auch machen. Sieht aber nicht so stylisch aus. So, wir müssen aber jetzt erstmal nach hinten. Ach genau. Beinahe übersehen. So.
Hallo? Oh, klar. Kann man so nach unten? Nein, kann man nicht. War mir irgendwie klar. Muss ich gerade mal schauen, wo wir denn jetzt hin können. Ich glaube. Ja, was glaube ich denn? Ne, da nach hinten nicht. Können wir aber trotzdem mal gehen. Aber da nach hinten definitiv nicht. Wir müssen da nach oben, das ist klar. Wie wieder hinkommen, ist eine andere Frage. Gott, wie habe ich das denn damals gemacht? Weiter auf die Tonne drauf? Da? Nee. Achso, klar. Das hab ich gar nicht gesehen. Das habe ich irgendwie übersehen. So, schön da rüber und. Jetzt hier nach oben. Wunderbar. Achtung, Sie könnten. Sie könnten was? Sie könnten was? Was können Sie denn? Das ist, was Sie könnten. Ne? Was wollte Merck uns wohl sagen? Ich glaube, dieses Kapitel ist das längste. Ich bin mir aber nicht sicher. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie man spielt. Aber ich glaube wirklich, dass es hier das längste Kapitel war. Ah, okay. Naja, so ein paar kleine Informationen. Ja, wir haben ja bei den 6.1. Und so. Hier ist Verdächtige gesichtet. Ja. Und gegen Ende des 2. Also am 20.2. ne? Also Ende Februar. Startet ein Let's Play von mir und dem Setboard IP. Zusammen von dem Spiel. Wie heißt das gleich? Cry of Fear, glaube ich. Ja, ich glaube so hieß es. Cry of Fear. Das ist von den Machern von. Von Afraid of Monsters. Und hat eben einen Koop-Modus. Das ist ziemlich geil und. Ja, das beginnt halt. Wollte ich nur mal so angemerkt haben. Also könnt ihr derzeit auch gerne mal bei ihm vorbeischauen. Mit ihm kam jetzt hier auch Killing Tower. Mit ihm und Skyline. Und bliblablub. Das klappt sogar, hätte ich gar nicht gedacht. Mark Schoner möchte sich bitte im Büro des Supervisors melden. Mark Schoner, bitte. Vielen Dank. What the fuck? Ah ja, geil. Hast gut gemacht, Faith. Jetzt weiß ich mit ihm, wo ich hin muss. Achso, klar. Bäh. Die ganze Zeit überhaupt. Klasse. Das war ja so unglaublich toll. Ey, wie soll ich das denn machen? Auf ihn drauf. Okay, wir müssen da irgendeinen anderen Weg finden. Und go. Angriff. What the? Ja, nicht so gut. Ja, von dir. Hahaha, oh nicht. Okay, wir müssen da rein. Wie machen wir das noch gleich? Ich glaube, da kann man von oben rein. Irgendwo vor dir. Ja, das war's mit von oben.
Ne, wir müssen dann nach drüben. Ja. Weiß ich. Ja, genau. Und dann war hier die Tür offen. Jawohl. Reaktion auf den Mord an Robert Hope und den Umstand, dass sich einer der Verdächtigen noch immer aufhält. So. Eindringling in der Nähe der Lage. Alle verfügbaren Einheiten sofort dorthin. Egal, wie weiß es ist, wir müssen rein. Oh, das sieht so geil aus, das Gefühl. Ernsthaft, würde irgendein Shooter so eine Grafik haben? Ich finde die Grafik besser als die von Battlefield 3 und allem überhaupt. Nach dem Plan müsste es da drin hinter der Förderanlage einen Weg geben. Die Engine hier ist einfach so geil, das gibt's gar nicht. Irgendwie sieht die Tür ein bisschen schief aus.